Als der Notar zu dem Entschluss kommt, in einer schwierigen Erbangelegenheit den Bauern Markus Barden I in Ravengiersburg-Hunsrück aufzusuchen, selbstverständlich mit dem Einverständnis seines dortigen Kollegen im Amt, beginnt für ihn das Abenteuer. Hunsrück. Tja, wie kommt man in den Hunsrück? An der Côte d'Azur, in Mallorca und Florenz kennt man sich aus und ein Wochenende hat man auch gelegentlich der engeren Heimat gewidmet. Aber Hunsrück, das ist doch wilder Westen, Ende der Welt. Der Notar ist gründlich von Natur. Er studiert Fahrpläne, Reiseführer, einschlägige Literatur und macht sich also bestens gerüstet auf den Weg. Im grauen Dunst eines frühen Morgens erreicht der Notar die Mosel. Da also beginnt das dräuende Gebirge des Hunsrück, wie Heinrich von Kleist es nennt. Vor 50 Jahren soll es hier noch Wölfe gegeben haben. In Löw-Brodenbach hat er den Zug verlassen. Bevor er festgestellt hat, dass Löw auf dieser Moselseite liegt und Brodenbach drüben, ist die Anschlussfähre fort. Untätig muss er zusehen, wie das Postauto, mit dem er weiterfahren wollte, Brodenbach verlässt. Das wirft den ganzen genau berechneten Tagesplan über den Haufen. Wie der nächste Autobus nach Kastelauen fährt in 5 Stunden? Das fängt ja heiter an. Gehen Sie doch zu Fuß, der Herr. Zu Fuß? Wieso? Naja, so alt ist man schließlich auch noch nicht. Als der Notar die Höhe erreicht, bleibt er überrascht stehen. Eine leicht gewellte, lichte Hochebene breitet sich vor ihm aus. Äcker, Wiesen, Wälder und überall verstreut freundliche Dörfer. Fern am Horizont erkennt man die lang hingezogenen Rücken einiger Hochwälder. Das also ist der Hunsrück. Kein dräuendes Waldgebirge, sondern eine heitere und fruchtbare Landschaft. Die Dörfer sind geschlossene Siedlungen, stets um eine Kirche als Mittelpunkt gruppiert. Sie bergen sich wie Nester in windgeschützte Mulden. Andere liegen inmitten der fruchtbaren Ackerbreiten, die sich im Hunsrück auf den Höhen finden und nicht wie anderorts in den Tälern. Dort, wo eine Burg oder ein Kloster den Anlass zu einer Ortsgründung gab, kleben die Häuser hoch auf den Felsen. Oft ist kaum Platz für Stall und Scheune und die Wege zu den Feldern sind weit. Aber man lebt im Schutz eines starken Herrn. Die Luft im Hunsrück ist frisch wie perlender Sekt. Oft weht ein kräftiger Wind aus Westen. Darum sind die Häuser, die der Wetterseite zugekehrt sind, bis auf den Boden mit Schiefer bedeckt. Nur im geschützten Innern der Dörfer zeigt sich die malerische Aufgliederung der alten Fachwerkbauten. Spitzwegmotive könnte man hier finden. Völlig anders ist die Bauweise im westlichen Hunsrück. In den massiven Steinbauten erkennen wir noch Einflüsse aus dem Mittelmeerraum. Mensch und Tier leben unter einem Dach. Dem gemächlichen Dahinschreiten des Notars wird unerwartet ein Ende gesetzt. Nochmals muss er in eins der tief eingeschnittenen Randtäler absteigen. Auf einer Felsnase zeigen sich die Reste einer alten Burg. Versteckt in den Waldtälern oder auf unzugänglichen Höhen bauten sich Ritter, Grafen und die streitbaren Bischöfe des Mittelalters ihre festen Sitze. Die Zeit der Burgen und Schlösser ist vergangen. Die adligen Geschlechter sind ausgestorben oder verzogen. Nur in Gemünden leben noch die Freiherren von Salis-Soljo in ihrem wehrhaften Schloss. Auf steilem Weg hat der Notar die Hochfläche wieder erreicht und ist, Donnerwetter ja, etwas erschöpft. Und noch 2 Stunden bis Kastelauen. Doch im Hunsrück gibt es noch rettende Engel. Hallo Hannes. Kannst du die Herren mitnehmen nach Kastelauen? Hannes hat nichts dagegen. Na also, nach so einer Wanderung ist der Beifahrerplatz im Laster behaglicher als ein Polstersitz im D-Zug. So lernt der Notar Hannes Liesenfeld kennen. Hannes hat einen kleinen Bauernhof, aber auch 5 Kinder. Darum fährt er den Laster. Und seine Frau macht die Arbeit auf dem Felde.
Ja, ums Weibsleid, die waren schon immer gleichberechtigt. Die müssen genauso schaffen wie mir. Die Arbeit ist schwer, aber im Ehre, da hilft einer dem anderen. Ob sich das lohnt? Na, auf alle Fälle haben wir was essen. Wer genug Land hat, so 10 Hektar oder so, dem geht's gut. Na, sehen Sie sich das an. All die neue Geschäfte herum, wo in den letzten Jahren gebaut worden sind. Und voll motorisiert. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, was so ein Bauer hat, wo er Maschinenpark hat. Wie mehr der Herrn schaffe, das ist ja nur noch im ganz kleinen Betrieb möglich. Wer von der Landwirtschaft leben will, dem muss mit der Zeit gehen. Und Sie schon mal im Mähdrescher gesehen? Wenn dort der Mann einmal über sein Feller fährt, dann ist er mit dem Ehre fertig und hat sein Beruf im Sack. Ich kenne die Leute. Das ist ein großer Betrieb. Und das schafft der Bauer ganz allein mit seiner Frau und seinen Kindern. Haben Sie auch Industrie hier im Hunsrück? Tja, Industrie. No, es gibt ja viel Wald hier, das haben Sie doch gesehen. Und noch mehr geht's drüben im Hochwald. Doch und machen Sie einen älteren Stil. 700 Stück am Tag. Und dann kehren richtig Dichte zu. Das ist nur eine ganz neue Fabrik. Und die Möbelwerke von Sohre und von Hermeskeil, die sind von der größten in ganz Deutschland. Moje muss ich nur Stromberg, Kalkuhle. Das war wohl ein ganz kleiner Betrieb. Heute haben Sie da die modernste Brennerei, wo es gibt. Kalkstein, der ist fast so hart wie Marmor. Daraus machen sie Industriekalk und Baukalk und Dingekalk. Und dann haben wir noch die Leiekaule im Hahnebachtal. Leiekaule, Schieferkrug. Da wäre Leie vor Dächer und Schultafel und so ein Geschirr drauf. Na, das ist immer ein ganz schöner Nebenverdienst für die kleinen Bauern. Und dann das Neueste, das sind aber die Fremden. Na, man mischt sich ja so sein Gedanke, wenn man schon da rumspazieren sieht und da rumleihe und unsereins muss den ganzen Tag schaffen wie ein Gaul. Ah, die Städter sind ja schließlich auch Menschen. Tausche möchte ich ja mit keinem. Aber die bringen auch Geld ins Land. Ah. Ja, von der Hölle bis ins Paradies. Da können sie alles von dem Hunsrück. Es wird viel getonen vor die Fremden. Die Hunsrück Höhlstraße, aber sind wir gleich da. Ich bringe sie noch rauf bis an den Bahnhof. Na ja dann, gute Reise. Die Hunsrückbahn, ein moderner Schienenbus. Jetzt erfährt der Notar von Mitreisenden, dass ihm wegen seiner Abneigung gegen vermeintliche Bimmelbahnen eine der schönsten Eisenbahnstrecken entgangen ist, die es in Deutschland gibt. In wenigen Kilometern überwindet der Zug vom Rhein aus aufsteigend eine Höhe von mehr als 300 Metern. Himmelragende Viadukte überspannen die Schluchten. Wie die Gewölbe eines Domes sind die Bogen gefügt. Simmere, mein Herr. Oh ja. Eine Bahnstation hat Raben-Giersburg nicht, doch in 2 Stunden fährt ein Omnibus. Gute Gelegenheit, einen kleinen Bummel durch die Stadt zu machen. Die Nebenstraßen haben noch rein dörfliches Gepräge. Während der beinahe großstädtische Verkehr in den anderen Straßen zeigt, dass man sich in der bedeutendsten Stadt des Hunsrück befindet. Ein Schloss gibt es, im 18. Jahrhundert erbaut, ein modernes Krankenhaus und die schon im frühen Mittelalter begonnene, dann in spätgotischem Stil vollendete Stephanskirche. Die größte Sehenswürdigkeit ist der Schindehannesturm. Da haben sie also den alten Räuber gefangen gehalten, bevor sie ihn nach Mainz auf das Schafott brachten. Selten gab es einen Menschen, der gleichzeitig so gehasst und geliebt wurde. Es ist schwer, hinter dem Gespinst von Legende und Dichtung, das wahre Gesicht des Schinderhannes zu erkennen. Geschichtlich klar ist dagegen das Bild des Hunsrücker Ritters Michael von Obentraut. Auf ihn geht die Bezeichnung deutscher Michel zurück. Schon neigt sich der Tag, als der Notar in Raben-Giersburg ankommt, dem kleinen Dorf mit der großen Kirche. Er wird schon erwartet. Der Bauer Markus Barden I ist noch bei der Arbeit, draußen auf dem Felde. Der Herr Notar möchte bitte so lange ins Lamm gehen. Erfrischt von der Kühle des Abends entschließt sich der Notar noch zu einem kleinen Gang. Über dem Dorf ragen die mächtigen 5-geschossigen Türme des Hunsrücker Doms empor.
Die tiefe Frömmigkeit der Hunsrückbauern hat in vielen Kapellen, Kirchen und Bildwerken ihren Ausdruck gefunden. Der Notar hat die Kirche verlassen und ist ins Lamm gegangen, wo ihn bald darauf der Bauer Markus Barden I abholt. Der Tag war so reich an Eindrücken, dass sich der Notar nur mühsam auf den eigentlichen Zweck seiner Reise besinnen kann. Als er das Haus des Bauern betritt, um den Erbfall zu bereden, kommt er sich vor wie ein Junge, der nach einer Entdeckungsreise in eine unbekannte Welt wieder an die Schularbeiten gesetzt wird.